Hallo Freunde, heute Tag 2 Berliner Mauerrunde. Wir fahren heute durch die Mauer. Nee, Quatsch. Also, jedenfalls wollte ich sagen, hier hinten, den Hotel haben wir geschlafen. Marki und ich, getrennt. Schade eigentlich. Aber ich will mich noch entschuldigen für den Kaffeefleck beim Frühstück. Kaffee- und Wurstfleck. Aber so bin ich nun. So Freunde, auf geht's zum Brandenburger Tor. Bis später. Hier. So what? Jetzt hier durch den Waldweg hier, ehemaligen Grenzweg, haben wir immer wieder diese Stelen oder Stelen, wie sie sich nennen, wo Leute, die eben damals den Westen besuchen wollten, erschossen oder umgekommen sind. Auf dem Weg sind ganz schön viele so eine Stelen zu sehen mit Leuten, die bei ihrer Flucht umgekommen sind. Na gut, Zeitgeschichte. Schaffst du es? Schaffst du es ja? Ja. So Freunde, hier in Berlin, wunderbar. Guck dich mal an, mitten wie im Urwald. Ich weiß zwar nicht, wo ich hier bin. Ja, sehr schön. Sonne brummt, grün, frische Luft, die Wolken, guck dir das mal an. Ist doch wie Urlaub, oder? So Freunde, hier fahren sie. Ausgeglichen, ausgeschlafen, satt gefressen, immer am Waldweg lang. Ja. Marki ist besonders froh, das ist ein Stück von der DDR-Zeige hier. Ja. Vor allen Dingen die Berge. Ja, die Berge, da ist er sehr enttäuscht. Er hat nicht gedacht, dass Berlin so viele Berge sind. Ja, der Clever fährt Elektrorad. Ja. Schön landschaftlich gelegen. Landschaftlich sehr schön gelegen. Berlin, mitten in der DDR. Ja, da trinken sie schon wieder, Junge, die Schwächlinge. Verstehst du, ich habe noch genug von den Schnaps gestern. Sportfrei! Ja, mit Lächeln ist nicht viel in Berlin. Wir kennen das nicht, wenn ein Dorfjunge kommt und lächelt, ja. Freunde, der hat ganz schön gerumst hier. Ehe mal nicht aufgepasst, ja, liegt der olle Balken daneben. Guck dich das an. Aber richtiges Fokusfahrrad hält das aus. Marki muss das natürlich gleich seiner Freundin tickern, was mir ja nicht so gefiel. Ja. Aber ich denke mal, der wird doch gedacht, Mann, wie bekloppt ist denn der da, jene Pfeiler zu fahren? Das sieht man doch. Nee. So, Freunde. Ich muss euch mal was sagen. Ich bin jetzt hier in Pankow. Ich habe bestimmt 2, 3, 4 Leute angesprochen. Die gucken mich an, als ob ich irgendwie besoffen bin oder warum ich die einfach anspreche. Selbst das Guten Morgen. Kein Lächeln, nichts. Was ist hier los? Ich kenne Berlin noch anders. Traurig. Ja, das sind locker. Ja, jetzt Scheiße, Speiche gebrochen. Zu fett, zu viel gefrühstückt. Jetzt suchen wir erstmal einen Laden, die uns helfen können in Berlin. So Freunde, jetzt waren wir bei einem türkischen Kollegen. Der hat es wirklich eine halbe Stunde geschafft, die Speiche gewechselt. Aber ihr kennt das Sprichwort, lobt den Tag von Abend nicht. Also wir werden sehen. Ich kann erstmal fahren, bin erstmal glücklich, mal sehen, wie weit noch. Was ist der Plan?
GoPro ausschalten. Mit dir drauf? Ja, wenn ich, ja, mach mal, probier mal. Ja. Warum siehst du es ja nicht? Nee, aber hoch. Mach ich. Mit Turm. Akkurat, wie du das machst. Man darf ja noch mal fahren, ja? Ja. Aber ist schon zu dölle, nee, nee. Was ist das? So, ist das schon zu dölle, wenn ich fahre, nee. Nee. Alles gut. So, Freunde, durfte ich doch bei Werbeaufnahmen hier noch teilnehmen an der Mauer, am Rest der Mauer. Und habt ihr gesehen, was das für schöne Werbung wird. Ich lasse mich einfach überraschen. Auf der Ecke der Originalmauer, oder das ist der Rest der Originalmauer, völlig, sieht ja selber. Im Zentrum, was soll ich sagen? Es ist noch nicht vorbei. Wir werden noch beobachtet. Da, seht ihr? Seht ihr den Kollegen? Hier in Berlin, hier drüben, da sind die Zelte unter der Brücke aufgebaut und hier drüben ist der Reichstag. Da sitzt die Regierung. Traurig, 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 sag ich bloß, dass sowas überhaupt hier so gibt. Ja. So, Freunde, ihr könnt beruhigt sein, ihr könnt wirklich beruhigt sein.
Es steht noch dran, dem deutschen Volke. Noch steht es dran. Hi, grüß dich. Servus. Großer, was machst du denn von der Aktion? Kann man da mal fragen? Ja. Also erstmal ist mir aufgefallen, dass die Deutschlandfahne verkehrt rum ist, oder? Ja, verkehrt rum ist nicht ganz richtig. Zum einen war die historisch gesehen beim Hambacher Fest schon mal so, wie ich die hier trage. Und zum anderen, wenn wir mal von der schwarz-rot-goldenen Flagge als Staatsflagge ausgehen, eine umgedrehte Staatsflagge bedeutet international eine Notsituation eines Volkes, also ein Zeichen für SOS. Aha, und du stehst schon länger hier und kommt was an da drinne? Mal so gefragt. Ich stehe hier jetzt seit 11 Wochen, bin davor 4 Wochen hier hingelaufen aus Rheinland-Pfalz. Und da drinne kommt nichts an. Ich habe schon einige Politiker gesehen, aber also bei mir selbst waren nur Politiker der AfD, sonst war niemand bei mir. Also von den anderen Parteien hat sich keiner zu mir gewagt oder hat keiner für angemessen. Schön, mein Freund. Ich finde das erstmal gut, dass du so mutig bist und hier vor dem Reichstag stehst. Und wünsche dir viel Erfolg und ich hoffe, hier bewegt sich was. Super, Dankeschön.